Sascha Mariana Salzmann, außer sich. Alissa, Ali, sucht ihren Bruder Anton. Das ist schwierig. Sie hat nur eine Postkarte aus Istanbul, auf der steht nichts drauf, nicht einmal, wer sie abgeschickt hat, aber doch ist Ali klar, die ist von ihrem Bruder Anton. Sie muss nach Istanbul und ihn suchen. Doch diese Suche gestaltet sich natürlich wirklich sehr schwierig und Alissa, Ali findet sich in einer Art orientalischer Traumwelt wieder. Alles ist nebulös, mystisch und sie verliebt sich. Sie verliebt sich in eine Tänzerin, doch die macht ihr schon nach der ersten Nacht klar, dass sie Testosteron nimmt und in Zukunft als Mann leben will. Auch Ali beginnt Testosteron zu nehmen und entwickelt sich zu einem Mann. Und immer mehr wird in der Erzählführung von Mariana Salzmann unklar, was ist eigentlich mit diesem Zwillingsbruder Anton? Gibt es den wirklich? Ist das nur eine Projektion? Ist das eine Wunschvorstellung, wie Ali eigentlich sein will, selbst? Zurück in Deutschland kommt die Transition Alis gar nicht gut an. Die Familie kommt überhaupt nicht damit zurecht, auf einmal einen Sohn vor sich zu haben, der diese Geschichte erzählt. Alis Familie ist eine Spätaussiedlerfamilie aus der ehemaligen Sowjetunion und das ist eigentlich das Großartige dieses Romans, denn Sascha Mariana Salzmann entwirft ein Familienbild, einen Familienroman aus der ehemaligen Sowjetunion, sie schwelgt in großen Erinnerungen, überhöhte, fast verklärende Darstellung des Lebens in der alten Heimat, wechseln mit wilden Räuberpistolen, was man da alles so angestellt hat, ab. Es ist packend, vereinnahmt und zart, eine richtig tolle Familiengeschichte. Und diese Doppelung macht es eigentlich aus, worum es vermutlich in diesem Roman geht. Was ist eigentlich mit diesem ganzen Konstrukt Familie? Was ist es, wenn jemand vermeintlich aus der Familie fällt? Die Gegensätze scheinen zunächst größer gar nicht sein zu können, wie zwischen Ali und ihrer traditionalistischen Familie. Doch im Grunde sind sie sich ganz nah. Sie umgeben das, was für sie selbst als Grundannahme unhintergehbar ist, mit einem Mantel, einem Schutzmantel an manchmal nebulösen, manchmal mystischen Erzählungen, fantastischen Geschichten, die sich im Fall der Familie zu einer Familiengeschichte zusammensetzen, im Fall einer einzelnen Person zu einer Lebensgeschichte. Und so hinterlässt einen der Roman mit der ziemlich harten Erkenntnis, dass es doch eigentlich viel schöner ist, einfach mal zuzuhören, die schönen Geschichten zu nehmen und als das, was sie einfach sind und gar nicht so hartnäckig zu versuchen, zum harten Kern vorzudringen, den es vielleicht nicht gibt, vielleicht doch gibt, das weiß nur die betreffende Person selbst. Vielleicht ist es auch das Beste, wenn man das allen überlässt. Sascha Mariana Salzmann, außer sich, erschienen im Surkamp Verlag.